Hey, ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Palworld. Heute nicht aus meiner ersten Basis heraus. Nee, heute haben wir uns verlaufen. Spaß. Wir machen heute das Ding hier durch. Ja, wir machen hier heute das Ding da durch. Das Ding hier. Und zuerst machen wir das wie folgt. Wir fliegen halt den Strich nach oben. Was haben wir denn hier so für Viecher? Wir könnten die eigentlich versuchen zu besiegen, oder? Ja, klingt gut. Machen wir. Gucken wir mal, ob... Ja, die wehren sich noch, ne? Aber... Kriegen wir hin. Huiuiuiuiuiui. Ja, easy peasy lemon squeezy. Haben wir beide gefangen. So. Ja, lässt sich Zeit. Dankeschön. Gut. Ja, wunderbar, ne? Ein paar EP und so. Braucht man alles. Guck mal, da haben wir noch. Okay, das sieht auch witzig aus. Das sieht ja mal witzig aus. So, gucken wir mal, wie. Ich habe nur einen getroffen. Ne? Ist okay. Also ich bin ein bisschen. Oh, da war ja was. Eieiei, da war ja was. Ich hab's vergessen. Da war ja was. Ah. Die machen ja ein bisschen Bum-Bum hier, ne? Ah. Ja, gut. Gut. Gut, dass ich das noch weiß, ne? Gut, dass ich das noch weiß. Was haben wir hier? Dazis. Dazis habe ich aber schon gehabt. Also, ja, die hatte ich auch schon. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendeinen. Alles klar. Nie so ganz, aber oh, immerhin. Haben wir noch irgendwie was? Ja, wir haben noch ein C, was wir drücken können. Und vielleicht jetzt nochmal ein E. Okay! Nein! Alles klar. Okay. Gut. Ich mach mal Folgendes. Ich hab ja ein bisschen Essen. Soll keiner sagen, ich lass hier meine Perls verhungern. Oh. Nein! Komm zurück, du Flitzpiepe! So, du. Du gehst da jetzt hin. Geht doch. Oh Mann. Ja, sehr schön. Den da auch noch bitte. Gib ihm. Keine Gnade zeigen. Jawoll. Da hinten auch noch, bitte. Wenn wir schon mal dabei sind hier. Da hinten, bitte. Da hinten. Jawoll. Die armen Viecher, ne? Die sind verloren. Kannst du nichts machen. Eieieiei. Der nimmt die alle auseinander. Nicht schlecht. So, da oben haben wir noch hier das gleiche Ding, was wir haben. Ne? Können wir vielleicht uns auch mal hier ganz kurz schnappen. So. Oh, guck mal, das ist eine Höhle. Ja. Er hat's versucht. Ich sag nichts mehr dazu. Also, du bist unnütz, weißt du? Du machst zwar gut Schaden, wenn du was machst, ne? Wenn.
wenn du was machst. Das ist das Problem. Du stehst da nur rum und du machst nichts. Du bist da einfach und jetzt bewegst du dich. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Wir haben hier eine Höhle. Wollen wir mal rein und gucken, was sich da so befindet. Müssen wir jetzt hier durchflitzen, oder? Ui, das sieht aber schön aus. So, mal gucken. Wohin können wir denn laufen? Ich hatte ja eigentlich noch andere Sachen vor. Daher... Okay. Wir machen es so. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, ob wir den hier... Ja, nu, wer nicht will, der hat schon. So, wohin laufen wir denn? Können nur hier, glaube ich, lang. So. Ja, das habe ich auch schon mal besser gekonnt. So. Das sieht aber etwas anders aus hier, ne? Das sieht ein bisschen anders aus. Alles klar, gut. Anubis, du bist da oben. Du bist da unten, alles klar. Anubis ist unten, er ist oben, er verschwindet in der Unterwelt. Da, wo er hingehört. So. Ja, sehr, sehr schön. Der macht aber auch Schaden, weißt du, ey? Also, unbelievable. So, gehen wir vielleicht hier hin. Gucken wir mal, was denn da so ist. Sieht das gut aus? Ja, nicht so ganz. Aber Anubis wird das schon wieder hier regeln. Bin ich mir sicher. Jetzt nochmal gegen die. Ich sammle hier schön ein. Guck mal, da hinten geht's noch weiter. Alter. Was haben wir hier? Da haben wir eine Truhe. So. Die schnappen wir uns. Sehr, sehr schön. Gut. Wohin denn nu? Dahin. So, komm mal wieder zurück, mein Freund. Wir müssen weiter. Schade. Was ist das denn? Ach so, okay, das habe ich schon. Aber um den kann er sich trotzdem kümmern. Und geht's hier noch irgendwo weiter? Hier ist noch eine Truhe. Ja. Oh. Der kämpft ein bisschen wilder hier. Ne? Schauen wir mal, ob wir den kriegen. Sieht gut aus. 60%. Dankeschön. So. 2 von 10. Aber es war leider hier nicht der richtige Weg. Hatten wir hier noch was anderes? War ich hier? Ja, oder? Da war ich schon drin. So, gehen wir dann hier hin. Oh Gott! Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Vielleicht hier hin? Haben wir hier irgendwas? Da hinten geht's noch weiter. Das Ding nimmt aber auch gar kein Ende. Das ist ja... Ist das hier der Ausgang oder was? Wohin geht's denn? Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Jesus.
ist nichts mehr. Hier ist aber eine Truhe. Nehmen wir uns die Truhe einfach nochmal kurz mit. So, um die kann er sich da hinten kümmern. So, ich gehe dahin. Ich weiß nicht, ob ich hier den Weg überhaupt rausfinde. Ja, muss ich mal hier ehrlich gestehen. Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Oh! Oh, easy. Das sieht doch schon besser aus. Heidewitzka. Das sieht schon viel, viel besser aus. 37. Zack. Okay. Geh auf den da. Genau. Gucken wir mal, wie viel Damage eben. Ja, es geht, es geht, es geht. Und wir haben hier kein Kleinvieh, was uns so ein bisschen im Weg stehen könnte. Ich glaube, mein Anubis sollte das doch hinbekommen, oder? Ich kann ja trotzdem ein bisschen auf ihn raufschießen. Oh, der hat aber... Der hält ordentlich was aus. Ich glaube, den brauche ich im Team, weißt du? So ein bisschen für die Abwehr. Wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, 2%. Den müssen wir noch ein bisschen runterkriegen, aber es sieht sehr, sehr schön aus, ne? Anubis ist ein Monster. Der macht das hier wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, der killt ihn jetzt nicht gleich. Ja, komm, wir probieren es mal. Ich schieße ihn noch so ein bisschen runter. 600. Ja, mal wieder schön versuchen hier. Sollte doch klappen irgendwann. Sieht sehr gut aus. Easy. So, wunderbar. Ja, also das mit Anubis hier durchzurattern, das ging... Oh, 61.000. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat gut EP gebracht, danke. Wunderbar. Dungeon verlassen, na, das war doch schön. Das war doch sehr, sehr schön und aufschlussreich, ne? Also, es war ja mal wieder klar. So. Gut. Es ist mitten in der Nacht. Ah, schau mal. Wir schnappen uns hier nochmal ein Ei. Eine Truhe. Und dann geht es weiter zum Turm. Die kann ich... Ach, guck mal, da hinten ist der Turm. Na komm, dann machen wir hier die Klippe. Dann machen wir hier nochmal die Klippe mit. Viel mehr sehe ich hier nämlich auch nicht. Aber dann haben wir hier sozusagen auch das Ende der... Nee, es geht doch noch weiter. Alles klar. Ich dachte, da ist nix mehr. Boah, nee, da geht's noch weiter. Alles klar, okay, okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Es geht hier noch weiter. Ich dachte, hier ist gar nichts mehr. Hier ist nur noch Wasser. Nee. Na gut. Na gut. So. Das schöne Ei, das schnappen wir uns jetzt hier. Sehr, sehr schön. Können wir uns hier irgendwo ganz kurz ausruhen? Ja, hier. Gut. Dann ab zum Turm. Sieht auch wild aus. Also dieser Riesenbaum, ne? Schon nicht ohne. Schon nicht ohne. Und wenn wir jetzt da angekommen sind, dann ist das ja auch erstmal soweit in Ordnung, ne? Dann können wir halt, wie gesagt, diesen leeren, luftleeren Raum, den können wir dann nochmal... den können wir dann nochmal entsprechend befüllen, indem wir da hinreisen. Ja, aber dann haben wir jetzt erstmal eine gute Grundlage geschaffen, um halt zu schauen, wo wir denn noch überall hin müssen. Da ist ein Ei, glaube ich. Da schnappen wir uns auch. Wir haben noch ein bisschen Platz. Hoffe ich jedenfalls. Sogar noch eine Palsphäre. Ui, sogar zwei Palsphären. Ist aber schön. Danke. Danke. Schnappen wir uns auch. Danke. So.
Hoch hier. Ja, sehr, sehr schön. Ne? Und ich freue mich auch, dass ich da ein bisschen was an P machen konnte. Ne? Also nicht schlecht. Okay, gut, jetzt haben wir das. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen was freigelassen. Dann machen wir das. So, wie sieht's aus? Oh, wir haben doch nicht mehr so viel Platz. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen umdisponieren. Und einfach mal ganz kurz zurück. Aber in der Zwischenzeit schnappen wir uns hier nochmal eine Truhe. So, die Schnellreise. Da war noch ein, Boss. Mhm. Können wir uns vielleicht auch irgendwann mal antun. So. Aber gut, lasst uns jetzt mal hier ganz kurz das Wichtigste zuerst machen. Wir haben hier noch ein Ei, was wir hinpacken können. Machen wir das doch einfach mal. 15 Minuten, das ist okay. Ich weiß, es gibt ja auch die Möglichkeit, ne, diese automatischen Dinger zu benutzen oder die halt die Temperatur regulieren. Ja, ist gut. Ich weiß. Aber mache ich irgendwann mal. Jetzt muss erstmal das hier reichen. Gut. Da haben wir jetzt noch 3 Minuten auf der Uhr. Dann ist das Ding auch durch. Können wir das nächste nehmen. Machen wir mal hier ganz kurz alles rein, was wir reinmachen können. Da können wir nichts reinmachen. Da können wir noch was reinmachen. Hier können wir noch was reinmachen. Extra große. Das Buch, das können wir ja direkt benutzen. Ne? Smaragd. Mhm, Smaragd. Wir haben doch hier eine Edelsteinbox oder so ähnlich. Da kann das rein. Eine Steinscherbe. Wölkchen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Die Verteidigung erhöht. Aha. Ja gut, lass uns mal erstmal schlafen hier. Solange es geht. Alles klar, es geht nicht mehr. Guten Morgen. Ja, genug geschlafen. Was haben wir hier? Leicht EP und leicht Verteidigung. Ich weiß halt nicht, ob ich das überhaupt brauche. Ne? Also, naja. Schmeißen wir das mal hier rein. Dann können wir kurz mal fressen. So. Die Beeren auch nochmal verfüttern. Das Schießpulver und so. Ne? Müssen wir mal schauen. Wo haben wir das denn überall hingemacht? Also erstmal hier können wir noch das abgeben. Steinchen können wir, glaube ich, auch da loswerden. Und Fasern? Ich hätte gedacht, ich habe Fasern auch irgendwo gehabt. Na gut, wir schmeißen es einfach mal hier rein. So, ansonsten sieht noch alles wunderbar aus. Naja, nicht so ganz. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch mal hier ein bisschen was reparieren lassen. Dankeschön. Schild haben wir bei 50... Ja gut, warum nicht? Komm, mach hoch das Vieh. So, sehr, sehr schön. Ich habe heute nicht so viel Zeit. Also viel werden wir hier nicht machen können. Ich würde jetzt noch einmal hier runterreisen. Hallo? Na komm, du weißt, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Ich weiß auch gar nicht, habe ich die? Na, gucken wir mal. Bin mir nämlich unsicher, ob ich einen von denen mal gefangen habe. Na doch, tatsächlich, habe ich. So, wohin? Falsche Richtung. Da lang. So, da lang. Gut, dann geht's weiter. Ja, fliegen wir jetzt mal hier zurück. Auf direktem Wege. Und ja, ist okay. Lassen wir in Ruhe. Die haben uns nichts getan. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Okay. Ja. Nee, aber trotzdem, also ein bisschen was heute doch erlebt. Ne? Immerhin ein Dungeon gemacht. Wunderbar. Einen netten Boss, denke ich mal, erlegt.
Also, beschweren kann ich mich da eher weniger. So, sind wir eigentlich noch hier auf Kurs? Ja, sind wir. Und vielleicht ist ja hier auch noch irgendwo, ja, eventuell, ist ja auch noch irgendwo sowas wie ein Schnellreisepunkt. Das wäre schön, das wäre schön, das wäre großartig. Sieht aber bis jetzt nicht unbedingt danach aus. Als wäre das der Fall. Haben wir? Haben wir. So. In der Nacht ist es natürlich da ein bisschen einfacher, sich das hier anzuschauen. Wenn alles schön leuchtet und du halt kilometerweit sehen kannst. Das ist sehr angenehm. Aber ist auch okay so. Es ist okay, wie es ist. Es ist okay, wie es ist. Wir nehmen es so hin. Ich guck gleich mal, ob ich noch auf Kurs bin oder nicht. Ja, schon so ein bisschen. Ich würde mal versuchen, naja, vielleicht nicht so ganz. Ich muss dann wohl scheinbar doch noch hier so ein bisschen lang fliegen. Vielleicht kommt ja dieser Boss auch nur nachts raus. Ich sehe hier nämlich gar nichts. Nö, ja, ich sehe nichts. So, da haben wir aber noch eine Truhe. Die kann man schnappen. Ja, danke fürs Geld. Ich kann ja auch wieder irgendwelche Perls fangen, um sie dann zu verkaufen, damit ich mir wieder Munition leisten kann. Es wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe halt so viel verschossen. Das geht ja auf gar keine Kuhhaut. Was ist denn das da hinten? Naja, wir kommen ja sowieso noch dahin. Wir müssen jetzt hier lang. So. Schnappen wir uns auch noch. Minderwertige Munition. Ja, ich glaube es nicht. Gut, und dann hier über dem Wasser können wir dann wieder zurück. Ei. Ja, oder man kreist natürlich, ne? Und dann kreist man halt immer kleinere Kreise. Zu viel das Wort Kreis verwendet. Oder man macht es halt in Linien. So, haben wir das? Wir haben's. Dann können wir das Ding hier auch nochmal hierhin voll machen. So. Na komm, schnappen wir uns hier nochmal einen Ball. Eine Sphäre natürlich. Ein Wumpo-Botan. Aha. Hey, Juda. Dann machen wir mal den Wumpo-Botan kaputt. Kaputtan. So. Ich glaube, ich sollte schon mit so einer Terrasphäre da reingehen. Naja. Sehr, sehr schön. Sieht nett aus, ne? Sieht nett aus. Und dann gucken wir mal, ob wir den kriegen. Oder nicht. 50. Ja, ich schieße ihm nochmal eine rein, wenn es sein muss. Wenn er nicht will. Okay, er will. So, sehr schön. Ein Wumpo-Botan gehört jetzt auch uns. Dann müssen wir hier lang. Ungefähr so. Ey, das mit der Tastatur, ne? Das regt mich so auf. Manchmal hat sie sehr gute Tage. Da funktioniert sie wie... Also, was heißt sehr gut, ne? Also, was anderes sollte man von einer Tastatur nicht erwarten, dass sie... funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Dass wenn ich nur einmal die Taste drücke, dass die Taste auch nur einmal auslöst. Aber manchmal gibt es Tage, da löst sie dann echt zwei, dreimal aus und es ist so abartig, wenn du halt Texte schreibst, ne? Du schreibst und danach musst du halt erstmal Korrektur lesen, weil du hast dann halt drei I's oder zwei E's und so.
Ja, das ist nie ohne, du. Das ist nie ohne. Das ist nie ohne. Okay. Aber hey, das Dreieck ist kleiner geworden. Wunderbar. Ja, das mit dem Naturschutzgebiet muss ich mich nochmal belesen. Ja, das Tutorial. Ja, also Tutorial kann man es halt nicht nennen. Ich würde es halt einfach Aufgaben nennen oder sowas. Weißt du? Aber Tutorial klingt halt, ist ja eher so, du wirst halt vertraut gemacht mit dem Spiel. Und nicht, jetzt musst du das machen. Und dann das. Und dann gehst du dahin. Es ist ja mehr dann wirklich einfach Aufgaben. Quests im Volksmund. Gut. Haben wir das Ding hier auch. Sammeln wir mal ganz kurz nochmal das Ei hier ein. Ja. Ja, mal gucken. Oh. Was ein Lümmel. Meint ihr, der kann uns angreifen? Ja, ich glaube, der kann uns angreifen. Aber 10%. Ah, wir haben Glück. Wir haben Glück. Ja, sehr, sehr schön. Na, und sogar hier noch so ein Bossvieh. Naja, nicht Bossvieh, ein Shinyvieh, sorry. Ein Shinyvieh. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Ey, wisst ihr, mein erstes Shiny-Pokémon, das war in Pokémon Silber. Und da habe ich aber Schwarz-Weiß gespielt, ne? Also nicht Schwarz-Weiß, Pokémon Schwarz-Weiß, sondern ich habe Pokémon in Schwarz-Weiß. Auf so einem alten Game Boy Pocket. Und da war ich dann schon hier auf der Siegestraße. So heißt sie doch, ne? Jedenfalls zur Top 4. Und da habe ich dann das erste Mal ein Shiny Golbat, glaube ich, war das, gesehen. Und ja gut, also shiny, ne? Also kann man so jetzt halt nicht sagen. Aber ich glaube, ich habe es gekillt, weil ich halt nicht wusste, was das ist. Weil es halt so halt anders reinkam, sage ich mal, ne? Ich hatte halt keine Ahnung, was das ist. Und ich dachte mir, ja gut, ein Golbat brauche ich ja jetzt nicht, ne? Wozu brauche ich einen Golbat in meinem Team? Habe ich weggehauen. Und ich glaube, ansonsten, wie viele Shinies habe ich gesehen? Und ansonsten, also bis auf die, die du vielleicht halt so fangen konntest, zum Beispiel hier rote Garados oder so. Aber gut, das würde ich jetzt nicht mit reinzählen. Aber ansonsten, ich hatte dann nur noch jetzt hier bei, wie heißt das? Pokémon, wie heißen die Edition, die als letztes rauskam? Purpur. Genau, und ich habe, was habe ich denn eigentlich? Purpur. Habe ich doch, oder? Ich weiß gerade nicht. Doch, ich glaube, ich habe Purpur. Und da habe ich jetzt auch vor kurzem, sage ich schon, recht kurz am Anfang. Kurz am Anfang. Also, ja, nicht viel gespielt, einen Arena-Orden. Und dann habe ich da schon ein Shiny, was auch immer, gesehen. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber irgendein Shiny habe ich da gesehen oder habe ich gefangen. Wusste ich ja, was ein Shiny ist. So. Ja, cool. Ist das Boss-Ding? Ist auch egal. Gut. Das soll es aber für heute gewesen sein, Leute. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Wenn es euch gefallen hat, warum bin ich so dunkel? Macht es gut. Wenn es euch gefallen hat, macht's gut. Dann lasst ein Like da. Ansonsten macht's gut oder auch besser, Rinja. Und ja klar, wir sehen uns im nächsten Teil. Haut rein. Ciao, ciao.